Yeah. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. 9. Dezember, Tag Nummer 9 meiner 30-Tage-Challenge. Hätte nicht gedacht, dass ich es wirklich schaffe bis jetzt. Diese Art Video ist heute das allererste Mal, dass ich so etwas mache. Einfach weil ich selbst richtig lange darüber gegrübelt habe. Wer den Titel und das Thumbnail gesehen hat, der weiß, worum es geht. Es geht um Player of the Month Messi. Einige von euch verwenden mit Sicherheit keine Social Medias à la Twitter oder Instagram und haben von dem ich hier rede, noch gar nichts gehört. Hier, der offizielle Account von EA Sports FIFA hat getwittert, dass Messis 96er Player of the Month Karte am Donnerstag, den 12. Dezember, via SBC verfügbar ist. So wird seine Karte Lord Castro aussehen. Sieht ja mega, mega geil aus. Zuallererst die Frage, bevor es weitergeht. Es wird gemunkelt bzw. predicted, dass die SBC zwischen 1,8 und ich sage mal 2,4 Millionen Coins kosten wird. Werdet ihr diese SBC von Messi abschließen? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. 1 ist ja, 2 ist nein. Real Rap, ich werde diese SBC abschließen wegen dem Kartendesign und ich denke, der Totti wird das Doppelte kosten. Und ja, wenn ich diese Karte hier so sehe, 96 Rating, geiles Kartendesign, einzigartige Karte kann man so sagen. Also ich werde die SBC abschließen. Und ich habe mir gedacht, was werden da für SBCs kommen? So, keine Ahnung. Deswegen Shoutout an Daredevil. Er ist Content Creator für Hannover 96. Geiler Typ, checkt ihn unbedingt aus, vor allem wenn ihr Twitter habt. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ich bin wirklich so seiner Meinung gewesen, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das so ins Video rein. Es klingt ehrlich gesagt auch plausibel. Hier schreibt er auch 2 bis 2,5 Millionen Coins. Und ganz, ganz wichtig, Messi und Icons halte ich für ausgeschlossen. Messi halte ich ebenfalls für ausgeschlossen. Dafür gibt es einfach viel zu wenige auf dem Markt. Warum hier Icons steht, hier ist auch nochmal eine Pitch Note, hat auch Daredevil gepostet. Die Icons werden nicht mehr als SBC-Bedingungen eingesetzt. Also können wir da schon mal ganz safe davon ausgehen, Icons ausgeschlossen. Hier sieht man die Anforderungen, Leute. Und ich glaube auch irgendwie, dass ein Argentinien-Team gefordert wird und ein Barcelona-Team. Das ist jetzt mal meine Meinung. Wisst ihr, woran ich mich jetzt orientiert habe? Weil ich habe mir gedacht, wie soll ich euch das alles bildlich zeigen? Ich habe mir einfach von letzten Jahr die Prime Moments SBC von Maradona rausgesucht. Ja, okay, habe ich mir rausgesucht, weil er halt Argentinier ist. Aber diese SBC kostet auch ca. 2,5 Millionen Coins. Und da denke ich mir, statt Rising Talent unter anderem ein Argentinien-Team, statt World Class ein Barcelona-Team, die Ikone fällt weg. Und deswegen wird Daredevil hier predicted, statt dieser Ikone, dadurch, dass sie wegfällt, 2x85er und 2x86er Team. Dann kommt man preislich ja eh schon fast auf dasselbe. Wenn man das hier so nachschauen kann. Hier ein 85er Squad kostet zum Beispiel 100.000 Coins, ein 84er Squad auf 87.000, je nachdem wie viele Informspieler man auch noch benötigt. Hier habe ich auch gesehen von der Danish Trader, Investment Tipps, also Ter Stegen, Rakitic, Courtois, Isco, Casemiro, Piquet, Kroos, Suarez. Gebe ich zu, wenn ihr Messi machen wollt, legt euch unbedingt diese Spieler zu. Und für die ganzen Sparfüchse von euch, wenn ihr wissen wollt, oha, welcher 87 Rating Spieler ist momentan der günstigste und so weiter, ich lege euch Footbin ans Herz. Ich denke, jeder von euch kennt diese ganzen Tipps schon. Falls nicht, vielleicht habe ich einen oder zwei von euch da draußen weiterhelfen können. Footbin, da geht ihr auf Players. Dann, wenn ihr jetzt nur mal Goldspiele suchen wollt, geht unbedingt auf Version Gold, All Gold und dann hier PS, also Price Range oder bei PS Range. Vielleicht geht es auch leichter, aber das war für mich so der Filter, wo ich das am leichtesten raussuchen konnte. Hier könnt ihr dann danach suchen, zum Beispiel 90 Rating. Wer ist da momentan der günstigste Goldspieler? Das ist tatsächlich Ter Stegen, gefolgt von Modric und Oblak. Aber Leute, wenn ich du wäre, würde ich sogar eher Oblak kaufen. Weil ich habe jetzt hier einfach mal just for fun ein 89er Team mit einem Inform gebaut. Das würde tatsächlich 456.000 Coins kosten, stand jetzt. Also schon eine Stange Geld, muss man sagen. Und ich hoffe wirklich, dass man da nur einen braucht. Also das wäre zum Beispiel eine 89er. Wenn ich da jetzt zum Beispiel nochmal runtergehen würde, nehmen wir mal Verratti. Ist es gleich ein 86er. Bei einem 87er ist es ein 88er. Also ja, für einen 89er Squad muss man schon tatsächlich ein bisschen was hinblättern. Deswegen würde ich euch unbedingt empfehlen, schaut euch mal einfach die Maradona
Madonna SPC an, wie so ein Squad aussehen soll vom Rating her. Ich kann euch nämlich jetzt nicht sagen, bei 88er SPC braucht ihr jetzt safe, kommt jetzt safe quasi die 4-5-1 Formation oder sonstiges. Es ist einfach so ein bisschen als Orientierung da. 88er Squad, da braucht ihr 3x87, ein 85er geht rein, 2x89, 1, 2, 3, 4, 5, 88er. Und so kommt ihr dann auf 88 Rating. Und genau dasselbe macht ihr dann hier, dann beim 87er Rating. Es ist halt immer sehr, sehr schwer zu predikten, eben welche Inform-Spieler, wie viele Inform-Spieler braucht ihr. Aber definitiv eine Hilfestellung ist der Tweet von Daredevil und dann auch noch die Orientierung. So letztes Jahr Maradona SBC. Und das Gute ist, wenn ihr zu viel einkauft, ich glaube, dass ihr da eigentlich kaum einen Verlust machen könnt. Weil wenn die SBC erstmal raus ist, Freunde, bam, der Markt wird wahrscheinlich anfangs enorm steigen. Weil der Markt ist jetzt schon extrem gestiegen. Deswegen würde ich euch empfehlen, kauft euch unbedingt mal zumindest 89er, ein 88er, ein 87er und ein 86er Squad zusammen. Zur Sicherheit sogar noch einen zweiten 88er Squad. Und rechnet, dass die SBC wirklich so irgend rund um die 2 Millionen Coins kosten werden. Ist schon ein Sümmchen, aber ich denke mal, diese Karte ist das wert, wenn den Kartentyp. Das Blöde ist halt, dass sie untradable ist. Aber ja, vielleicht ziehen wir dann noch einen richtig geilen Spieler in der SBC. Sehr, sehr viele von euch werden bestimmt dieses Glück haben. Aber ja, der Großteil leider nicht. Ich bin sicher auch einer davon. Aber nochmal ganz kurz zum Filtern, Leute. Es geht wirklich simpel. Also da könnt ihr wirklich schauen. Ich suche jetzt nach einem 90er Rating. Wer ist jetzt der günstigste? Und genau dasselbe dann macht ihr dann. Und genau dasselbe ist es auch, wenn ihr zum Beispiel einen Inform benötigt. Da geht ihr hier auf Version. All Inform. Wenn ihr hier dann wieder den günstigsten 90 Rating Spieler suchen wollt, dann Abfahrt, Leute. Das ist echt nicht schwer, aber eine gute Hilfestellung. Und ich hoffe wirklich, dass ich euch ansatzweise irgendwie helfen konnte. Zeigt mir das doch sehr, sehr gerne mit einem Däumchen nach oben und wirklich. Und falls ihr eine eigene Prediction habt, Leute, genauso wie Daredevil, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ich denke, nicht nur mich interessiert das, auch vielen, vielen anderen, die Kommentare lesen. Schreibt mal sehr, sehr gerne eure eigene Prediction mit Price Prediction. Und was mich am meisten interessiert, macht ihr diese SBC oder macht ihr diese SBC nicht? Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag. Haut ein Abo raus, sollte ihr neu sein. Morgen kommt ein weiteres Video. Ich bin, by the way, auch in Salzburg bei Salzburg gegen Liverpool. Dort könnt ihr mich auch treffen. Weiteres auf meinem Instagram-Account, Part2FIFA heiße ich dort. Ciao!